Jai, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir müssen doch irgendwie die Möglichkeit finden, zu diesem kleinen Schrein da oben zu kommen. Warte mal, was war das? Aha, nichts Wichtiges, also nur irgendwelche Trommeln. Den nehmen wir mit, das Zeug, das war eine Kugel. Da hochkommen würde oder hochgehen könnte. Weil scheinbar müssen wir zu diesem Schrein oder was auch immer. Das Ding da oben. Da müssen wir irgendwie hin. Das sagt er uns nämlich den Weg. Da zeigt er uns nämlich den Wegpunkt an. Und irgendwie muss es einen Weg, eine Wegmöglichkeit geben, da hoch. Habe ich so zumindest das Gefühl. Aber die Frage ist, wo? Wo? Also da scheint eine Leiter zu sein. Warte mal. Krieg ich die Leiter mal... Krieg ich die vielleicht runtergeschossen? Schade. Hätte er klappen können. Okay. Ich scheine immer noch was zu schieben. Die Jungs scheinen immer noch nach der letzten Folge. Oh. Die sind noch da oben, ne? Der eine guckt da oben gerade so ein bisschen. Tot. Na, nicht wirklich. Eine Kugel wird's nicht, aber ein Pfeil. Die Schweinehunde haben einen von uns erwischt. So, der ist tot. Du verdammter Hurensohn. Scheiße. Da ist der Schweinehund! Er ist da unten! Gute Nacht. Nimm den zurück. Scheiße, ich muss nachladen. Hab ihn. Fang eine Kugel. Ja, dann geh mal den hier nehmen, du Arsch, ey. Hast du nicht?
Gute Nacht. Ich vermute, ich hoffe, dass es... ich sage nicht nochmal was. Nicht schießen, Mann. Ich ergebe mich. Schnauze. So. Nächste Banditenlager haben wir gemacht. Hilfe? Wo? Oh. Hilfe! Oh, vielleicht also, hilft ihr uns. Du bist keiner von ihnen. Ich verstehe. Oh, danke, dass du uns gerettet hast, Fremder. Bitte. Vielen Dank. So. Verdammt, Freund. Wie konnte es nur so kommen? Nun, ihr seid jetzt bei der letzten Prüfung. Und ihr werdet sie mit Bravour bestehen. Das weiß ich. Hoffen wir mal. Wenn ihr den Lehrmeister seht, dann sagt ihm... Sagt ihm, dass wir überleben werden. So wie er es uns beigebracht hat. Okay. Na dann, auf geht's. Was war hier? Ach, Molotov Cocktail, okay. Ich ist nur ein Molotov Cocktail. Wo bin ich hier? Moment. Das ist hier unten sind die Höhle? Oder dieser Abgang hier? Vielleicht hilft das. Moment. Weiter geht die Reise. Vielleicht hilft er uns hier weiterzukommen. Was ist das? Ein Buch? Eine neue Notiz vor allen Dingen. Leute, ich bin etwa 30 Banditen auf dem unteren Bauernhof. Ich habe sie von der Straße weggeführt. Ich kann sie vielleicht auch eine halbe Stunde aufhalten. Verlieren sie für Blut. Den Kleinen schicke ich mit dieser Nachricht zurück, sonst würde es nicht gehen. Okay. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen wenig quatsche, weil, ne? Ich konzentriere mich gerne auch ein bisschen auf die Umgebung. Dann mach ich es mal wirklich. Hoffe ich mal. Vielleicht ist das ja irgendwie der Tunnel. Ich fühle, das ist der Tunnel, der dahin, wo wir hinwollen. Wieder weiter rausgegangen. Moment. Das ist die Höhle zurück gewesen. Jetzt sind wir, glaube ich, vorletzte Folge durchgegangen. Scheiße. Das war natürlich jetzt nicht so die Idee.
Wir sind nämlich komplett raus, komplett wieder zurückgegangen, da wo wir herkamen. Ja, dieser unterirdische Dings, ne? Erinnert sich. Moment, wo? Okay. Das war der Plan der Sache. So, okay. So. So. Die Frage ist, wo sind wir hier? Also erst soll ich nicht mal wieder in dem Banditenlager auf jeden Fall, wo wir herkamen. Das ist klar. So. Aber es ist hell. Das könnte es. Das könnte es. Durchaus einfacher machen, den richtigen Weg zu finden. Ich habe nicht behauptet, dass es so ist. Boah, mich nervt es gerade so ein bisschen, dass ich den Weg nicht finde, ne? Boah, der geht mir auf den Sack. Das könnte übelst erschrocken. Wir müssen da irgendwie hin oder so, ne? Wie muss es doch da einen Weg hochgeben? Es kann doch nicht sein, dass ich hier rumhänge. Oder habe ich damals verlaufen? So. So, irgendwie müssen wir jetzt da lang. Also müssen wir da wieder zurück. Okay. Das ist scheinbar der Schrein, den wir unten gesehen haben oder so. Weil das ist der richtige Weg, quasi. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir da durch? Wie kommen wir hier weiter? Ich kampf so. Oh, hallöchen, Herr Bär. Ja. Scheiße. Scheiße.
Ey, ey, ey. Scheiße. Ich kann dich looten. Jei, 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 jei. Scheiße. Aua, ich wollte mich eigentlich nur verpissen. Der hat mich erwischt, der Typ. Der hat mich erwischt. Scheiße. Super, ey, das ist, oh Mann. Haben wir den richtigen Weg gefunden, tatsächlich? Also, wo wir einfach quasi zurückgegangen sind. Okay, dann wissen wir, was uns jetzt erwartet. So, zwei Speerspitzen mehr. Zum Beispiel etwas. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Wir versuchen es im nächsten Part nochmal.